Hallo, schön, dass ihr dabei seid bei dieser Preview vom IS3 Auto. Dieser Panzer kommt demnächst neu ins Spiel, beziehungsweise im Client ist er ja schon, allerdings noch nicht zu kaufen. Es handelt sich hierbei um einen Tier 8 schweren Panzer, in dem Fall ein Premium. Und ein Schelm, wer Böses denkt, dass das verbesserte Matchmaking, beziehungsweise die verbesserten Matchmaking-Panzer langsam aus dem Spiel entfernt werden sollen, zumindest aus den Läden. Und er sich dementsprechend super als IS-6-Ersatz anbieten würde. Naja, wir schauen uns den doch nochmal im Detail an. Wir haben hier die Kanone. Und da sehen wir 5,13 Feuergeschwindigkeit, 221 Durchschlag mit Normal, 270 mit Premium und macht dann 390 Schaden. Wir haben 520 PS, 1550 Struktur, 40 km Höchstgeschwindigkeit, die Wannenpanzerung 110, 90 und 60, einen sehr harten Turm vorne mit 249, 172 seitlich und 100 hinten. Die Turmdrehgeschwindigkeit 22 Grad, die Wendegeschwindigkeit 26 Grad. Die Sichtweite 350 Meter oder 720 die Funkreichweite. Tarnung natürlich wie folgt. Die klassischen Wintertarnungen, Frühlingstarnungen, Entschuldigung. Hier haben wir jetzt die Wintertarnung, die schneeweiße in dem Fall in den Korb. Dann die typischen, die man halt so von den Russen kennt, in den Korb. Oder auch die Wüstentarnungen. Also, da nichts Neues an dieser Stelle. Ich denke, ein sehr schönes Ding und jetzt lasst ihn uns doch mal im Gefecht ansehen, wie er denn da so performt. Ja, Himmelsdorf haben wir als Karte bekommen und sind Top-Tier. Das ist doch schön, das ist doch eine Basis, mit der man arbeiten kann. Jetzt ist nur die Frage, fahrt man klassischerweise auf den Hügel, wobei er ist nicht so der schnellste Panzer. Das darf man schon mal sagen. Also von dem her, ob da der Hügel unbedingt das Beste ist oder vielleicht eher die Schnetzelgasse. Weil wir haben ja einen sehr potenten Turm, das haben wir ja gesehen, dass der durchaus mit Panzerung aufwarten kann. Übrigens eine meiner Lieblingstarnungen. Diese einfach weiße. Himmelsdorf kommt bei den Gegnern wohl nicht so gut an. Und dann kommt einer und sagt, Himmelsdorf ist Best Map. Also ihr seht, die Meinungen variieren sehr, sehr stark. Und hier ist ein normaler IS-3 und wir sehen, der fährt uns gut davon. Aber es kann natürlich auch sein, dass der einfach deutlich bessere Crew schon drin hat. Weil der IS-3 Auto, der fühlt sich aktuell noch so ein bisschen, ja, nicht so mobil an. Okay, wir machen das, was ich eigentlich nicht machen wollte. Wir fahren dem IS-3 nach. Okay, jetzt fährt der IS-3 auch zurück. Warum fährst du jetzt nicht zurück, wie erwartet? Das muss wehtun. Na, leider nicht. Oh, das sind jetzt viele Gegner. Natürlich. Jetzt will ich zum KV-4 dahinter kommen. So, schneller Versuch eines Auto-Aim-Shots drauf zu kommen. Aber der war klar, dass der nicht geht. So, der KV-4 hat keine Lust mehr, dann nehme ich seine Position ein. Kritischer Treffer. Auch drüber. So, ich will mich zurückziehen. Das ist hier nix. Das ist gar nichts.
viel zu viel. So, den konnte ich rausnehmen. Da den T-34 vorne schön eine drauf getrümmelt. Jetzt kommt da der Super Pershing rum. Auf den muss ich auf jeden Fall einen Blick haben. Aber ich glaube, da kümmert sich der Skoda ganz gewissenhaft drum. Schneller Hit. Wie gesagt, ich will hier nicht zu lang einämmen. So, diesmal den Super Pershing dementsprechend eine gegeben. Ach, gibt's doch nicht, dass der da nicht drauf schießt, wo ich drauf schießen will. Jetzt aber. So. Jetzt fährt der andere, der T29, darüber. Dem gebe ich jetzt natürlich nicht die Chance. Komm, fahr nochmal zurück. Schade, macht er nicht. Oh, der trollt mich doch. Naja, wir haben ja noch ein paar Hitpoints. Nun aber. So, auch der ist weg. Jetzt ist nur noch ein bisschen was auf dem Hügel. Und die Artis natürlich. Deswegen, ich werde jetzt mal gleich den Weg Richtung unseren Cap suchen, dass er da nicht irgendwie durchkommt. Wobei der Rudi von uns, der fährt da ja auch schon schön drauf. Also es schaut nach dem Sieg aus. Wenn auch nicht mit dem überragenden Schaden, aber Sieg ist Sieg. Und wir haben wirklich den in purster Aktion gesehen. Und da ist er ja, ja doch. Ah, das wollte ich gerade sagen. Drehe ich mal zurück, aber hier, da wäre er gewesen. Jetzt nur noch die Artis am Leben. Das ist natürlich jetzt ganz easy und going für den Skoda. Nummer 1 ist raus. Nummer 2 ist die Frage, wo er steht. Da ist er auch schon. Kämpft sich gerade den Berg hoch. Wird vielleicht noch einen rausnehmen können, wenn er sich dementsprechend umdreht und wartet. Wenn nämlich einer von uns zu greedy ist. So, jetzt stecken wir alle gefühlt fest, weil hier dieser Dicke einfach mal den Weg zugemacht hat. Ja. Damit ist es geschafft. 2140 Damage, nicht überragend, aber 4 Kills und doch den ein oder anderen Abpraller bekommen. Schöne, flinke, schnelle Runde mit gutem Ausgang. Und wir sehen, ich bin hier auf Platz 3 gekommen im Schaden und auf Platz 2 in den XP. Hab gemacht 14 Schüsse abgegeben, 7 Durchschläge, 46.000 Credits gab es dafür raus. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen da. Ansonsten alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.